Das DC-Universum wächst und wächst mit jedem Film. Noch dieses Jahr erwarten uns Wonder Woman sowie die Zusammenkunft der Helden in DCs Justice League. Talk. Doch ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. So hat Suicide Squad-Regisseur David Ayer bereits angekündigt, an einem Spin-off von diesem zu arbeiten. Y'all Jokers must be crazy. I'm not just one of y'all many toys. What? Dieses wird uns dann auch mit Gotham City Sirens erwarten. Wer oder was sind die Gotham City Sirens? Die Gotham City Sirens ist die Zusammenkunft von drei äußerst gefährlichen Damen, die, wie der Titel bereits vermuten lässt, in Gotham City wohnen. Zusammen schließen sie einen Pakt, aufeinander aufzupassen und Seite an Seite zu kämpfen. Wer gehört zum Trio? Catwoman. Selina Kyle steht im Zentrum dieser Comicreihe. Miau. Nachdem sie im Kampf gegen den finsteren Hush beinahe ums Leben kam, ist sie immer noch geschwächt. Doch schon bald findet sie in ihrem Kampf gegen Ungerechtigkeit unerwartete Verbündete. Hin und her gerissen zwischen ihren neuen Verbündeten und ihren Gefühlen für Batman befindet sich die Katze in einem heiklen Dilemma. Does this mean we have to start fighting? Let's go outside. Poison Ivy. Dr. Pamela Lillian Isley ist eine der beliebtesten weiblichen Bösewichte aller Zeiten. Die Botanikerin setzt sich schon ihr Leben lang für die Pflanzenwelt ein und war stets wütend auf die Gesellschaft sowie deren Umgang mit der Flora. The same plants and flowers that saw you crawl from the primordial soup will reclaim this planet. And there will be no one to protect you. Nachdem sie Mark LeGrand dabei half, ein ägyptisches Artefakt zu stehlen, das legendäre Kräuter beinhaltete, probierte dieser, sie mit diesen Gewächsen umzubringen. Pamela überlebte das Attentat und stellte bald fest, dass sie immun gegen alle natürlichen Toxine und Krankheiten war. Von diesem Zeitpunkt an widmete sie sich noch stärker der Pflanzenwelt, wurde zur Ökoterroristin und einer von Batmans tödlichsten Widersacher. Unter den Sirens ist sie häufig der Ruhepol, auf den sich die anderen Damen am meisten verlassen können. Harley Quinn. Dr. Harleen Quinzel durften wir schon in Suicide Squad kennenlernen. Die ehemalige Therapeutin des Jokers wurde von diesem gefoltert und in den Wahnsinn getrieben. I'm just gonna hurt you. Really, really. Als Harley Quinn wurde sie zur Geliebten des Clowns und süchtig nach dieser sehr ungesunden Beziehung, in der sie ständig von ihm vernachlässigt und gedemütigt wurde. Nachdem sie ihrem Mr. J dabei half, Jason Todd aka Robin zu ermorden, wurde sie von Batman geschnappt und in Arkham eingewiesen. Kurz darauf wurde sie auch zum Mitglied des Suicide Squads gemacht. We're bad guys. It's what we do. Doch, wie wir ja alle gesehen haben, hat der Joker sie aus ihrem Hochsicherheitsgefängnis befreit. Let's go home. Unter den Sirenen ist sie diejenige, die immer wieder instabil wird und alles und jeden an den Joker verraten kann, da sie einfach nicht aufhören kann, ihn zu lieben. Der Plot. Der Comic ist chronologisch nach der Hush-Story angesiedelt, in der ein alter Bekannter von Bruce Wayne zum Superschurken wird und unter anderem Selina Kyle das Herz herausschneidet. Anschließend wurde es ihr wieder eingesetzt und nachdem sie sich erholt hat, geht sie regelmäßig auf Verbrecherjagd. Doch während eines Einsatzes rettet Poison Ivy der geschwächten Catwoman das Leben und bringt sie in ihr Versteck, das sie vom Riddler übernahm. Dort trifft sie auch auf Harley Quinn, die mit Ivy zusammenwohnt. Die beiden Damen schlagen Kyle vor, ein Bündnis zu schließen, unter der Voraussetzung, ihnen die Identität von Batman zu verraten. Selbst unter Einfluss von Wahrheitsserum gelingt es Selina, die Identität für sich zu behalten. Da Poison Ivy und Harley Quinn daher davon ausgehen, dass sie das Geheimnis von Batman einfach nicht kennt, werden die Sirenen formiert. Zusammen kämpfen die Damen gegen die Unterwelt von Gotham und schrecken dabei auch nicht vor Mord zurück. I'm adaptable. Zu den wiederkehrenden Elementen gehören Catwomans Gefühle für Batman, Harleys sporadischer Verrat sowie das Auftauchen von Talia al Ghul. Der Film. Im Mai 2016 wurde bekannt gegeben, dass der Suicide Squad Charakter Harley Quinn ein Spin-off bekommen würde. I'm kidding. That's not what they really said. Regie übernimmt wie bereits bei ihrem ersten Auftritt im DCEU David Ayer. Doch auf den Cast wurde bis auf Margot Robbie noch niemand bestätigt. Es ist davon auszugehen, dass wir sowohl Poison Ivy als auch Catwoman im Film sehen werden. Für Poison Ivy finden wir, eignet sich Christina Hendricks hervorragend. Eliza Dushku könnten wir uns als Catwoman vorstellen. Der Schurke. Auf den Bösewicht des Films wurde nun auch angespielt. So bekommen es die Sirenen sehr wahrscheinlich mit Black Mask zu tun. Roman Sionis wuchs in Gotham City als Sohn reicher, aber oberflächlicher und vernachlässigender Eltern auf. Stets von seinen eigenen Eltern gedemütigt, brannte er deren Anwesen nieder und übernahm die Kosmetikfirma der Familie. Nachdem ein ungetestetes Produkt mehrere Frauen entstellte, verlor Roman sein Geschäft.
Geschäft und landete zunächst im Gefängnis. Am Grab seiner Eltern wurde er dann auch noch vom Blitz getroffen, was er als Zeichen sah, ein neues Leben einschlagen zu müssen. Aus Teilen des Mausoleums seiner Eltern fertigte er sich eine skelettähnliche Maske an und wurde zum Superschurken Black Mask. Zu seinen Fähigkeiten gehören strategische Brillanz und beeindruckende Kampffähigkeiten. Des Weiteren ist er ein exzellenter Schütze, Verwandlungskünstler und Folterknecht. Da er einen großen Einfluss und bedeutende Kontakte zur kriminellen Unterwelt hat, ist es kein Zufall, dass er auf die Sirenen treffen wird. Was haltet ihr von den Gotham City Sirens? Wen wollt ihr in den ikonischen Rollen sehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr mehr über die Schurken aus Aquaman oder Shazam erfahren wollt, dann schaut euch diese Videos an.